Wie ist das mit den Sunna-Gebeten? Weil wir wissen ja, die Anzahl ist 12. Gibt es vorzüglichere als andere? Wir wissen zum Beispiel über das Sunna-Gebet vor dem Fajr-Gebet, dass die Überlieferung ist bei Bukhari und Muslim von Aisha radiallahu anha, wer die zwei Sunna vor dem Fajr betet, wer die zwei Sunna vor dem Fajr betet, so ist dieses Gebet besser als das, was in der Dunya und was in ihr ist. Was für ein Vorzug. Überleg mal, ein Gebet von zwei Raka ist besser als die Dunya und was in ihr ist. Gewaltig. Naam, wallahu ta'ala ala wa a'lam.